Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag, liebe Gartenfreunde. Ich begrüße euch recht herzlich zu unseren, ja, zu unseren kleines Update vom Wohnzimmer zwecks den Pflanzen. Was machen meine Pflanzen hier im Wohnzimmer? Die hatte ich ja, wo Frost war, halt mit nach Hause genommen vom Gewächshaus und habe mir gedacht, die bleiben erstmal eine Weile hier, bis sich erholt haben. Und schaut euch das mal an, wie sie sich erholt haben. Ich zeige euch jetzt einfach mal, ja, die Aubergine. Wie man sieht, sieht gut aus. Ich finde halt die hier total lustig hier, aber guck mal hier. Ich finde die einfach mal lustig. Ich lasse die so wachsen, bis nicht geht halt, ne? Vielleicht wird die ja noch 1 Meter hoch und die rankt dann richtig hoch hier. Ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen. Und ja, also hat sich erholt von, wie viele Pflanzen hatte ich denn hier gehabt? Ich glaube, 2 sind eingegangen, so mehr oder weniger. Ja, und die anderen, die haben sich ja, wie man sehen kann, erholt. So, und zu den anderen Pflanzen, da gehen wir jetzt rüber. So, hier sind die Tomaten, die ich ja nochmal ausgesät habe. Die sind auch schon ein bisschen gewachsen. Ich habe ja auch noch im Gewächshaus einige Tomaten vorgezogen, die haben auch ungefähr jetzt die Größe. Dann haben wir hier hinten mein Rosenkohl. Da ist eigentlich nichts kaputt gegangen. Und ja, den werde ich jetzt irgendwann mal, glaube, die bleiben jetzt noch ungefähr eine Woche hier und dann kommen sie gleich ins Freibeet. Genau wie jetzt hier zu sehen. Melone. Da habe ich mir überlegt, dass ich eine Melone, also eine Pflanze, in so einen ganz großen Kübel drin mache, denn Melonen brauchen Platz, ja, und die Abstände sollte man möglichst im Freibeet, ja, ziemlich breit lassen, also mindestens 1 Meter, weil die Melone geht ganz schön auseinander, ganz schön in eine Breite, und das werden wir dann dementsprechend, ja, machen. Jetzt noch nicht, jetzt bleiben sie erstmal noch hier und denke mal, jetzt haben sie schon mittlerweile das 4. Blatt haben sie gebildet, wie man hier sehen kann. Ja, da ist ja schon jetzt das 1, 2, 3, das 5. Blatt kommt da hier schon raus. Da kommt auch schon, also mittlerweile kommt jetzt schon das 5. Blatt raus. Ich denke mal beim 6., 7. Blatt, vielleicht das 8. Blatt, werkst du dann halt ins Freibeet setzen. Und denke mal, das reicht dann auch von der Zeit her. Ja, Platz im Garten habe ich noch. Demnächst kommt hier nochmal ein Update vom Garten, wie es da jetzt aussieht. Ich habe ja da auch schon wieder einige Sachen gemacht. Dieses Randgerüst habe ich gebaut für meine Stangenbohnen. Ja. Und einige Sachen habe ich dann auch noch wieder reingepflanzt. Gurken sind jetzt drin. Habe noch eine Reihe Kohlrabi reingesetzt. Habe ja Kohlrabi vorgezogen. Hatte so viele Kohlrabi-Pflanzen, die ich auch teilweise auch verschenkt habe. Ja, Leute, ne? Wie gesagt, sollte mal ein kleines Update von mir gewesen sein. Ansonsten, ja, jetzt und soweit alles gut. Hoffe euch jetzt auch gut. Und ja, bis zum nächsten Video. Denke mal, wird halt ein Update vom Garten, Gewächshaus. Alles bis dahin.